Es sollte die größte Schools-Out-Party in Baden-Württemberg werden. Der erste Werftrock im Göppinger Stauferpark. Bereits um 11 Uhr öffnete der Funpark rund um die Werfthalle seine Pforten. Bis zum Abend hielt sich der Ansturm aber in Grenzen. Dabei war für die Schüler einiges geboten. Ein 300 Quadratmeter Pool, ein Sandstrand samt Beachvolleyballfeld, ein 25 Meter hohes Kletternetz, ein Segway-Parcours und. Ein bisschen Urlaubsfeeling, Fun und Party zum Ferienbeginn. Doch natürlich, ich bin super drauf. Das ist die Stimmung hier, ist einfach toll. Und jetzt habe ich gerade beim Rodeo-Reiten gewonnen. Ja. Ich finde einfach der Sand und dass sie das alles hierher transportiert haben. Urlaubsfeeling live hier. Naja, also ich habe mir das besser vorgestellt. Ich habe gedacht, der Pool ist etwas größer und das mit dem Sand. Aber das Beachvolleyball ist ganz lustig. Naja, das Meeresrauschen könnte ein bisschen lauter werden, aber insofern man Urlaub haben kann in Göppingen, denke ich, ist es doch das, was am nächsten rankommt. Nah ran kamen die Besucher dann beim Werftrock in der Halle an ihre Künstler. Mit Spannung erwartet der Höhepunkt des Abends. Stefanie Heinzmann, die übrigens keine Ferien hat. Nein, nicht wirklich. Also ich bin jetzt seit Januar nur noch unterwegs und musste die Schule leider abbrechen. Ich werde das auf jeden Fall nachholen, aber meine nächsten Ferien sind wahrscheinlich Januar oder so. Aber damit hat die 19-Jährige kein Problem. Sie genießt ihr Leben und lässt alles Weitere auf sich zukommen. Zukunftspläne schmiedet sie nicht. Und der Auftritt in der Werfthalle hat ihr sichtlich Spaß gemacht. Heute war es ein sehr langes Konzert, es war halt mal in der Halle. Wir haben halt diesen Sommer hauptsächlich in also Open Airs gespielt, wo wirklich der Auftritt draußen war. Das war heute das erste Mal so wirklich in einer Halle und das hat schon auch ziemlich Spaß gemacht. Also das ist schon auch wieder was anderes, muss ich sagen. Also rein musikalisch und halt rein von der Atmosphäre her. Aber es war sehr, sehr cool. Es hat Spaß gemacht. Spaß gemacht hat es auch den Besuchern, Veranstaltern und Sponsoren. Wir haben heute ein fast ausverkauftes Haus mit knapp 3000 Besuchern von Werftrock Volume 1 mit Stefanie Heinzmann. Wir sind sehr zufrieden, wie jetzt alles geworden ist. Ich gehe davon aus, dass das nicht das letzte Mal war, im Gegenteil. Wir haben den Leuten, glaube ich, den richtigen Geschmack heute bereitet und die nächsten Male werden wir sicher eine Fortsetzung erleben, davon gehe ich auch aus. Gell? Doch bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Für die Schüler sind jetzt erstmal 6 Wochen Ferien angesagt und die altehrwürdigen Mauern der Werfthalle warten auf die nächsten Veranstaltungen.